Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder ein Haul-Video für euch. Und zwar ist das so ein bisschen kombiniert. Ich war im Teddy, ich war im Action und ich habe sogar ausnahmsweise eine Amazon-Bestellung für euch. Los geht es mit Teddy. Und zwar habe ich da für unglaubliche 2 Euro Magnetklebeband gekauft. Da sind jeweils 5 Meter Lauflänge drauf und ich benutze das natürlich, um meine Stanzen aufzubewahren. Und ich kann euch das gerne mal zeigen. Moment, habe ich denn irgendwas in der Form? Ja. Ich gucke, wie die Stanzen sozusagen ja, Platz haben und schneide mir halt dann aus dem Magnetklebeband dann Streifen zu und bewahre so meine Stanzen auf. Das ist jetzt laminierte Folie in eine CD-Hülle. Also wenn ihr die knickt, klar, würden die abfallen. Aber im Normalfall, das ist jetzt laminiertes Druckerpapier, ist relativ stabil in sich. Ihr könnt das also drehen und die Magnetstärke reicht dafür vollkommen aus. Sollte es doch passieren und die Stanze löst sich und rutscht runter, habt ihr das mindestens in der Tüte drin. Also für mich funktioniert das und leider gibt es die nicht mehr im Action. Die sind letztes Jahr rausgegangen aus dem Sortiment und leider bis jetzt nicht wiedergekommen. Ja, da war halt die Lösung nicht da, irgendwas anderes in der Zwischenzeit zu finden. Und denke ich mal, gut, für 2 Euro, ich kann damit leben. Günstig war es zwar nicht, aber es funktioniert. Ich habe das übrigens 5-mal mitgenommen, damit ich halt erstmal meine Ruhe habe. So, dann gehen wir mal los mit Action. Und zwar, ich sage mal, mit den langweiligen Sachen. Ach, andersrum. Ich habe Umschläge gekauft. Das ist C5, C6. Ich würde sagen, das ist unsere normale DIN-Lang-Größe. 59 Cent. Kosten 20, ne, 25 sogar Umschläge. Ja, ich schneide mir meine DIN-Lang-Kartenrohlinge selber zu. Dazu nehme ich A4-Papier. Schneide mir das zurecht auf 21 mal 21, falze das in der Mitte und dann habe ich mein Kartenrolling. Das ist zum Beispiel bei den anderen Karten nicht so einfach. Ich arbeite gerne auch im 15x15 Format, da aber A4 bei 29,7, 29,8 aufhört, sind die Karten Zuschnitte aus A4 nicht möglich. Das heißt, ich muss schon wieder auf DIN A3 umsteigen und oder die 12x12 Zoll Papiere kaufen. Ganz ehrlich, muss ich nicht haben. Das ist alles auch platzsparend, auf A4 sich zu beschränken. Also hole ich mir dann halt fertige Kartenrohlinge mit passenden Umschlägen. Hier haben wir 65 Cent. Der ist das aktuelle Sortiment. Wir haben eins in, ich sag mal, richtig weiß, in einem Cremeton und in einem Craft. 8 Stück jeweils mit passenden Umschlägen. Die Kartenrohlinge sind 250 Gramm schwer und die Umschläge 120. Also könnt ihr nichts falsch mitmachen. Ihr könnt natürlich auch die Form noch verändern und vielleicht abrunden oder Achteck draus machen, schneiden, wie auch immer. Ist euch selbst überlassen. Aber auf jeden Fall für 65 Cent ist das ein guter Anfang. So. Gehören die zusammen? Ich denke schon. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich mir wieder Stanzen mitgenommen. Ich weiß zwar nicht warum, aber diese Sortierung kostet jeweils 3,29 Euro. Die sind genauso teuer wie die A5, die wir letztens hatten. Ja, bei dem Preis muss man dann halt zweimal überlegen, holt man sich das, gefällt es einem. Also auch da gibt es wieder verschiedene Sortierungen und 8 verschiedene Varianten. Ich habe schon, glaube ich, das eine oder andere zumindest. Diese Variante habe ich schon zu Hause. Die Herzen haben mir überhaupt nicht gefallen. Das mit der Sonnenblume hat mir nicht gefallen. Ja, und den Rest habe ich jetzt hier liegen. Und ich glaube, das mit den Blätterrahmen, das war auch überhaupt nicht meins. So, das sind die ersten 4.
Dann habe ich Glück gehabt. Ich war nämlich mal ausnahmsweise in einem anderen Action. Nicht bei uns in Vorort, sondern ich bin bis nach Bünde gefahren, was von mir aus irgendwie 16 Kilometer, glaube ich, sind in eine Richtung. Und habe mal, sage ich mal, ältere Sachen gefunden. Sachen, die ich ja bei anderen YouTuber schon gesehen habe, aber die bei uns gar nicht überhaupt im Laden aufgetaucht sind. Und das finde ich manchmal schade. Man sieht tolle Sachen, denkt, oh ja, das möchte ich so gerne haben. Und dann steht man im Action und denkt, ja, toll. Und wo hat sie das jetzt her? Wir haben sowas nicht. Deswegen auch mal so ein Hinweis von meiner Seite. Vielleicht mal schauen in der nächsten oder näheren Umgebung. Vielleicht oder wirklich jemanden fragen, ob jemand für euch was besorgen kann. Also ich mache das nicht. Ich habe da keine guten Erfahrungen mit gesammelt. Aber es gibt genug Leute, die wirklich in Action um die Ecke haben und zwei, dreimal in der Woche hingehen. Und wenn sie einem was mitbringen können, ist das super. Wenn nicht, dann muss man vielleicht selbst mal ein bisschen weiterfahren. Diese kosten jeweils 2,45 Euro. Ja, das sind überwiegend Rahmen. Sehr filigran, sehr fein. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das aussieht, wenn ich das stanze. Bei solchen filigranen Sachen stanze ich gerne aus festerem Papier, so wie Aquarellpapier. Und klebe mir zwei, drei Lagen übereinander, damit das halt auch so Chipboard-Stabilität hat, dass ich dann auch keine ja, Fummelarbeit habe, damit das halt sich nicht so verknickt oder irgendwie nicht stabil genug ist, um als, ja, als Objekt auf eine Karte aufgeklebt zu werden. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt dieses Video drehe, weil dann kann ich sie endlich ausprobieren und benutzen. So. Und das waren eigentlich die Stanzen, weswegen ich tatsächlich bis nach Bünde gefahren bin. Und ich war heilfroh, dass ich die auch tatsächlich alle bekommen habe. So, versuchen wir mal das Ganze ins Bild zu kriegen. Ich glaube, so einfach wird das nicht. Das sind jetzt die ersten sechs. Das sind jetzt so Kombinationen aus, wie das hier, Fadengrafik, Sticken auf Karten, und Schablonen für Kreuzstich. Kreuzstich gibt es inzwischen auch von vielen bekannten Firmen und die sind so schweineteuer. Und da war mir der Preis von Action mit 1,36 Euro echt, also da habe ich gesagt, also das muss man haben. Ich weiß, nicht jeder stickt gerne, nicht jeder findet das hier ist was für ihn. Aber für diejenigen, die wirklich Spaß an Fadengrafik haben, am Sticken oder Kreuzstich, dann kann man das halt auch jetzt auf Karten oder gebastelte Projekte übernehmen. So, das waren, wie gesagt, die ersten sechs. Davon gibt es noch zwei weitere. Das ist wieder Kreuzstich. Also wir haben ja so Art Tags. An sich sind die Stanzen miteinander verbunden, das heißt, man kann sie auch mit einer Zange nicht trennen, sollte man wahrscheinlich auch nicht, weil die sind extra etwas dicker gearbeitet. Diese hier kann man auseinander machen. Die könnte man auch, aber ich denke, auch da ist das eigentlich eher ja, unangebracht, beziehungsweise an sich ist das ja total wurscht. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Die kann man auf jeden Fall auseinandernehmen. Das sind ja wieder auch zwei. Ja, das war mein kleiner Stolzeinkauf sozusagen. Oder das, worüber ich mich am meisten gefreut hatte. Ich werde es natürlich auch alles austesten. Die Frage ist halt nur, wann. Der Zeitfaktor ist leider bei allen gleich. Wir haben nicht mehr Zeit zur Verfügung, als wir gerne hätten. Ja, so und jetzt kommen wir auch schon zum letzten. Ich habe über Amazon mir online Transparentpapier bestellt. 110 Gramm pro Quadratmeter. Das ist Format DIN A4. 200 Blatt. Es ist bedruckbar. Das heißt, ihr könnt darauf zeichnen, ihr könnt darauf embossen. Ihr könnt mit dem Papier alles machen, was ihr wollt. 110 Gramm ist auch relativ stark. Und der Preis liegt bei 12,98 Euro. Der eine oder andere wird sagen, das ist ganz schön teuer. Aber Leute, alleine wenn wir das durch 100 Blätter teilen würden, wären wir bei knappen 13 Cent. Und das Ganze nochmal halbieren, das sind dann schon 6,5 Cent.
Ich glaube, ein DIN A4 Blatt Transparentpapier für 6,5 Cent, das bekommt ihr nirgends. Also da musste ich halt einfach zugreifen und jetzt muss ich auch sagen, wenn ich am Basteln bin, geiz ich auch nicht mehr damit. Ich habe jetzt letztens Babykarten gemacht und habe dann ja, so eine Art Doily für meinen Hintergrund daraus gestanzt und auch die Blätter, also die Blümchen besser gesagt, die größeren. Ich weiß nicht, wie weit man das erkennen kann. Ich hole euch näher ran. So. Und ich finde, das sieht einfach edel aus. Also ich liebe Transparentpapier. Ich war nun bis jetzt immer so ein bisschen, ich habe nicht so viel davon. Ich muss damit ein bisschen sparsam umgehen. Und ja, das Imagine in A5 war toll, aber auch das geht mir langsam zu Neige. Deswegen musste was Neues her. Ja. Jetzt habe ich euch die Babykarte ins Bild gehalten und habe aber ganz vergessen, euch die Stempel dazu zu zeigen. Ich hatte nämlich schon auch vor einer Weile die Action-Stempel endlich bei uns entdeckt. Jeweils 99 Cent. Die waren in Plastik eingeschweißt, die habe ich ausgepackt, die stehen bei mir jetzt im Regal. Und ja, den Elefanten, den habe ich ja jetzt, wie gezeigt, schon mal verarbeitet. So sieht er aus. Das passt jetzt zum Thema Baby halt ganz gut und je nachdem, was ich in nächster Zeit bastle, werde ich die anderen auch noch irgendwann kolorieren. Also hier habe ich auch nur auf Aquarellpapier gestempelt, das Ganze mit Distress Reinkern koloriert. Relativ einfach, ich wollte jetzt nicht so viel, also das sollte auch zum gesamten Werk passen und da war ich sehr pastellig, sehr hell, dementsprechend auch koloriert. Das war's auch schon. Ich wollte euch nur noch ein paar Beispiele zeigen. Zum Thema Transparentpapier. Ich habe so viele Karten hier noch zu Hause und dann dachte ich, ich zeige euch die einfach. Hier zum Beispiel ist einfach eine Bordüre gerissen, einfach aus Transparentpapier. Das Ganze wirkt schon elegant und hier ist der Hintergrund schon sehr, sag ich mal, aufwendig gearbeitet. Ich habe hier so viele Papierstreifen miteinander kombiniert. Da war das halt nicht zu viel des Guten und passte ganz gut. Dann habe ich noch eine weitere Babykarte, die habe ich tatsächlich noch gar nicht gezeigt. Die hat sich halt beim Basteln der ersten Babykarte auch mitentwickelt. Da habe ich gedacht, wenn ich schon eine mache, dann kann ich auch gleich zwei. Und hier könnt ihr halt das Doily ein bisschen besser erkennen. Ich habe hier noch ein bisschen mit Farbe gesprenkelt. Auch da seht ihr, die Farbe trocknet irgendwann an. Das ist jetzt Permutschimmernde Aquarellfarbe und ja. So, die gehen auch mal beiseite. Hier auch wieder eine Bordüre. Die habe ich mit Embossing-Folder geprägt und dann als Bordüre mit auf meine Karte geklebt. Was auch funktioniert, ihr könnt eure, sage ich mal, aufwendigen Hintergründe damit auch etwas blasser machen. Hier habe ich einen Polaroid-Rahmen und dahinter habe ich Transparentpapier geklebt, um das Ganze ein bisschen zu beruhigen, damit der Hintergrund nicht zu stark rauskommt. Das gleiche habe ich auch hier gemacht. Und zwar ist das ja so ein Kreis. Ich denke mal, es ist damals mit der Cameo geschnitten worden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das als Stanze habe. Und das ist halt ein Hexenhut aus schwarzem Papier. So. Und dahinter habe ich auch wieder Transparentpapier geklebt. Also das Ganze wird dann ruhiger und passt sich halt dem ganzen Gesamtbild an. So. Was auch immer funktioniert, ihr könnt das natürlich stanzen. Die Blumen hier, die erste Lage, genauso wie die hier, sind aus Transparentpapier gestanzt. Was auch funktioniert ist, ihr könnt darauf mit Embossing-Stempelkissen stempeln und embossen. Ich weiß nicht, wie weit man das erkennen kann, die Folie spiegelt ein bisschen sehr. Das ist ein Danke gestempelt, weiß embossed und dann halt drumherum
mit etwas Rand aus Transparentpapier ausgeschnitten. Hier habe ich Wolken aus Transparentpapier gemacht, kombiniert mit weißer, die ein bisschen eingefärbt ist. Das wiederholt sich auch hier auf der Seite. Und auch als Hintergrund für den Spruch. Den Spruch You habe ich gestanzt aus Glitzerfolie. Das Ganze aber auch mehrmals mit Weiß hinterlegt, damit das auch ein bisschen erhabener ist. Und wie Chipboard etwas höher ist, sich von der Karte abhebt und das Ganze noch mit Transparentpapier hinterlegt. Das habe ich selbst zugeschnitten. Die Stanze gibt es so in der Form nicht. Hier ist auch eine ganz, ganz alte Karte von mir. Da habe ich ja auch wieder weiß embossed. Da sind Geister, die habe ich weiß mit weißem Embossingpulver embossed. Ja, das war es auch schon. Ja, es freut mich, mal wieder sozusagen live mit euch sprechen zu können. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video. Ich glaube, das nächste müsste was mit Planern zu tun haben. Lasst euch überraschen. Bis dann. Tschüss.